weil das an einem anderen Ort etwas machen immer interessanter ist, mal primär, als an dem Ort, den man gut kennt. Oder? Und damit nehmen wir in Kauf, dass wir weniger verdienen, dass es komplizierter ist. Aber gleichzeitig ist das Kompliziertere ja auch ein Mehr an Auseinandersetzung, ein Mehr an sich reiben, gegenseitig, aber auch mit anderen Kulturen. Und der Falle des Schweizer Architekten, der weiß, wie es geht, zu entkommen. Lustigerweise war das eigentlich im Gründungsgespräch, war das schon ein Teil der Absicht, dass wir das machen. Weil wir realisiert haben, dass wir doch sehr unterschiedliche Charaktere sind und aus unterschiedlichen Richtungen kamen. Simon war in Rom, in Berlin, ich war in New York und auch Thilo hat Austausch gemacht. Und als wir uns da zusammengerauft haben und überlegt haben, wie wir heißen und was wir genau bauen möchten oder wie wir quasi vorgehen möchten, war eine der Themen, dass wir eigentlich von Anfang an interessiert sind, lass uns doch irgendwie versuchen, also auch Projekte zu machen, wenn immer möglich. Also es ist das andere, es ist das Nicht-Schweizerische und nicht primär eine Affinität mit jetzt Amerika oder China oder so. Und das hat sich dann über zufällige Begegnungen bisschen eingeschränkt, wobei wir bis heute auch immer Ja sagen. Wenn jemand aus Panama kommen würde, würden wir auch nicht Nein sagen. Ja, ich denke, bei uns, die wahrscheinlich im Allgemeinen und bei uns sicher sehr stark, das Thema Ausland bauen ist auch ein Thema von Zusammenarbeit und Kollaboration mit anderen Partnern oder anderen Kollegen, Architekten. Und ich denke, das hat sich einerseits so ergeben und bei diesen Gründungsgesprächen waren eben das auch eng miteinander verknüpft, dass wir gesagt haben, wir wollen mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Dass wir glauben jetzt nicht an sich, an die und nur diese eine generöse Idee, sondern lass uns versuchen, etwas zu entwickeln mit unterschiedlichen Autoren. Das war in Jinhua. Das ist die erste gemeinsame Reise, die wir wegen eines Projektes ins Ausland gemacht haben. Und also die kulturelle Erfahrung dort, sowohl also kulturell im Sinne von soziologisch, aber auch baukulturell, war dermaßen verschieden zu all dem, was wir hier gekannt haben. Und es gab trotzdem dann interessanterweise viele Anknüpfungspunkte, wo Dinge einem vertraut vorkommen, die aber eigentlich ganz fremd sind. Und diese Erfahrung, also das war für mich das Intensivste, sicher dann. Also die Lust, das so auf diese Art etwas Neues zu entdecken, die ist dann natürlich sicher wie so ganz schnell gewachsen, weil es auch wirklich also für mich viel auch ergiebiger war und nachhaltiger, als dass man es vielleicht erwarten könnte. Und es hat das eben sehr viel eigentlich in Gang gesetzt von Rezeption, wie man, welche Dinge man vielleicht von Reisen mitnimmt, oder wenn irgendjemand von uns Reisen gegangen ist und irgendwie weg war, womit er zurückkommt, was er den anderen zeigt und irgendwie den Austausch über irgendwelchen interessanten oder verrückten Gegebenheiten oder Bauwerke oder Konstruktionen, die man irgendwo gesehen hat, der Umgang mit Materialien, der unterschiedlich ist, das wird dann nicht immer gepflegt und wie so versucht zusammenzutragen und hat dann auch also direkten Einfluss auf Projekte oder auf gewisse Denkweisen, wenn man, also dass wir sicher gewisse Dinge anders hinterfragen, die wir hier wie so gelernt haben, wie man es macht oder wie man es, wie die ganze Baukultur um uns herum das vorsieht, wie man es machen würde, dass wir diese Dinge vielleicht grundsätzlich hinterfragen, ob man sich auch komplett anders machen kann oder ob man nicht eben aus Erfahrungen von außen gewisse Dinge wie vom rückwärts denken kann, um zu einem Resultat zu kommen. Wir haben auch jetzt halt so in den letzten 15 Jahren, aber schon relativ früh, fanden wir, dass diese ganze Kontextmeierei einfach übertrieben. Also es ist
es ist nicht so, dass nur weil jetzt nebendran so ein schöner Kalkputz ist, dieser schöne Kalkputz auch auf deinem Gebäude dann etwas Tolles produziert. Und also diese Art von Anpassungsfreudigkeit der Schweizer Architektur, die mal guckt, ob es nebendran etwas hat, das ähnlich ist, und dann kann man aus dem was zusammenwursteln, und dann ist es so eingebettet. Dafür hat es eine drei Untergeschosse und das ist eine Art von Verniedlichung von dem, was wir spannend finden, die uns eher nervt. Oder? Und deshalb haben wir relativ früh gesagt, also Kontext sind auch einfach wir, ganz doof. Wenn wir in China bauen müssen, dann ist das erstmal ein Akt von jemandem, da kommt ein Schweizer, der baut was in China, und dann soll der überhaupt nicht so tun, als ob er ein Chinese wäre, und dann soll er nicht so tun, sonst, dann ist es halt eben, ich bringe was mit. Und ich bringe was mit, dann hast du hoffentlich etwas in der Tasche. Und bei dem ersten, dass jemand sagt, wir haben unseren Kontext selbst geschaffen und wir haben uns nicht überlegt, was ist der Kontext, der vor uns stimmt und der vor jemandem anders auch stimmt, mit dem wir kulturell wenig gemeinsam haben. Und dann haben wir uns dann eigentlich auf geometrische Fragen konzentriert von Anfang an und darüber gesprochen, wie wir diese kommunizieren können. Das heißt, die Teil der Kommunikation und die Schwierigkeiten der Kommunikation haben zu einer Strategie geführt, wo die Teil vom Entwurf war. Das heißt, wir haben uns überlegt, im Grunde genommen, wie können wir etwas kommunizieren, was am Schluss eine Art 1:1 Market oder ein 1:1 Modell ist, das wir dort bauen. Natürlich mit der Voraussetzung, dass es eigentlich ein programmloses, skulpturales Objekt ist. Wenn das eine Komplexitätsstufe oder zwei intensiver ist, ist das natürlich wieder schwieriger. Die Aufgabe war Mini-Structure for Children, war der Untertitel. Also, und dann haben wir so ein bisschen einfach gesagt, ja, wir haben dort nur Kinder gesehen mit den Müttern im öffentlichen Raum, also so in Parks. Das heißt, es sollte auch funktionieren für die kleinen Kinder und die Mütter. Und dann haben wir gesagt, es sollte eigentlich funktionieren für entweder Jugendliche ohne die Eltern und Jugendliche, kleine Kinder mit Mütter und eine Art Antrittsstation. Das heißt, man kriegt eine Art Phase oder Komplexität in sich als Objekt aus einer Idee, wie es dann funktionieren soll. Vom Ort, ich meine, wir waren da und haben diese Art Wasserverbauung gesehen, aber vom Park hat man noch nicht viel gesehen. Und das heißt, wir haben dann erstmal nach einer einfachen geometrischen Form gesucht, die so ein bisschen wie Brancusi so in Anfang gesagt, es sind drei Segmente, könnten aber noch mehr sein, es sind einfach drei für diese Funktion, und die machen wir mit diesen Dächern, die dann halt sich berühren, und damit das nicht einfach nur ein einfacher Raum ist, der dann zu vorne und hinten und Schutz führt, wollen wir diese Wand so auflösen, dass es gerade für die Kinder auch und ja, Kinder erwachsen, dass sich das einfach eine gewisse Öffnung gibt. Und in dem konnten wir dann, da haben wir uns ein bisschen ausgetobt, jetzt im Sinn von, wir mussten nicht mit irgendjemandem sprechen, was heißt das für technisch, was heißt das technisch, was heißt, ja, es hat eben die Freiheit von dem, der eine Idee und eine Umsetzung, also die Idee und sozusagen die abstraktere Umsetzung angeben muss, aber nicht dafür verantwortlich ist, dann alle Ausführungspläne jetzt nach Standard hier zu machen. Für mich in China sind es zwei Aspekte. Das eine ist die geometrische Beschreibung eines doch sehr komplexen Körpers, aber in ganz einfacher Anleitung. Es sind abgefaltete, die Schalung, also die Formenpläne sind nicht auseinandergefaltete dreidimensionale Formen wie Schnittmuster für irgendwelche Kleider. Und also die man quasi wie, wir zeichnen den Körper, falten den ab, und der gegenteilige Prozess findet dann in China statt. Also diese geometrische Beschreibung, auf der anderen Seite noch das Skulpturale, das bei diesem Baby Dragon sehr stark ist, das auch in anderen Projekten nicht immer wieder beschäftigt. Also das Skulpturale zusammen mit, mit der geometrischen Beschreibung oder dann mit einer strukturellen Form. Also für mich hat diese drei Themen, die
also die kommen immer wieder zusammen in unterschiedlichen Paarungsformen, aber begleiten eigentlich fast alle unsere Projekte, die wir wirklich stark finden oder sind irgendwo auch in Wohnungsbauten, die vielleicht eben von den Grundrissen dann gar nicht so aufregend sind, aber dahinter eine Struktur beinhalten, die wir eben wahnsinnig clever finden, die uns eben vielleicht im Planungsprozess gewisse Freiheiten lässt, die man sonst nicht hätte. Also das letzte Mal, als ich jetzt dort war, das war vielleicht 5 Jahre, nachdem er gebaut war, da war alles voll mit Schlüsseln, nämlich an Nummern reingekritzt und so. Also das heißt, es gibt auch eine vielleicht nächtlichere Benutzungsform dieses Pavillons, wo dann abgemacht wird und so. Das heißt, die lagert sich da ab. Und als wir dann das Ruta del Peregrino gemacht haben, haben wir schon gesehen, dass die anderen Gebäude, die werden so liebevoll hässlich zugepflastert mit Maurermeister, die eine Plakette machen. Familie González war auf diesem hat diese Wanderung gemacht und dann wird das auf die Sachen geklatscht. Das heißt, wir haben das dann genannt, das wäre so wie wenn es ein Korallenriff wird. Oder? Also unser Ding muss auch gut sein, wenn es in 10 Jahren bis auf 2,10 Meter sozusagen vollständig zugepflastert ist mit irgendwelchen skurrilen Etiketten und so, oder eben versprayt. Das wussten wir, dass das passierte. Ja, was wir aber nicht wussten, dass das quasi als Unterstände für die Kühe, als Schattenspender für Kühe genutzt wird. Zum Beispiel, ja. Und dass es da einen Gang gibt, das ist sozusagen ihre Burg. So, aber das ist ja cool. Oder? Das heißt, wir haben das nicht geplant, aber wir wussten, es wird diese Art von Übergriffigkeit geben und es muss eben auch funktionieren. Ich denke, sowohl bei Ruta wie beim Baby Dragon war die Art dieser direkten Konstruktion und dieser kraftvollen Struktur, dass das das Gebäude ausmacht und dass alles andere dann nicht unwichtig ist, aber irgendwo sekundär. Das war schon eine wichtige Erfahrung für diese Arbeit überhaupt mit dem Statischen. Ich denke, mit dem wir in einigen Projekten das versucht haben zu machen, auch, vor allem in Berlin, aber jetzt auch zum Beispiel in Paris mit sehr viel leichteren Mitteln, so wie mit Holzbau oder diesen kleinen vorfabrizierten Stahlelementen zum Beispiel. Also, dass man sich versucht, dort auf das zu konzentrieren, was man irgendwie mit gutem Gewissen glaubt, kontrollieren zu können. Ja? Dass das Gebäude so gebaut wird, wie wir das zeichnen, dass es dass die Qualität, die wir räumlich und architektonisch wie uns am wichtigsten ist, dass wir das versuchen zu garantieren über diese Strategie. Ich glaube, das war eine große wichtige Lernerfahrung. Das ist in Nikšić in Montenegro auch Dom Revoluzzi heißt er, also Haus der Revolution. Und da haben wir den Wettbewerb gewonnen mit einem sehr einfachen Vorschlag, der einfach sozusagen vor der Enormität des Problems, dass eine ganz kleine Stadt einen riesigen Berg mittendrin hat von einem nie fertig stellbaren Gebäude, haben wir gesagt, also ganz einfach, wir machen eine Regel, die heißt 70% belassen, so wie er ist. Oder? Das ist, man kann, niemand wird das je fertig machen können, niemand wird es abreißen können, niemand wird mit dem mit klassischen heutigen Mitteln umgehen können. Also sagen wir schauen, es ist auch einfach interessant genug als Objekt, dass es schön wäre, wenn es so bleibt. 30% wird irgendwie neu programmiert mit relativ wenig Geld und nur 10%, da muss man an den strategisch richtigen Orten so intervenieren, dass das Ganze aus einer öffentlichen Toilette, Waldrand, weiß ich was, so Dunkelzimmer mitten in der Stadt zu einem guten öffentlichen Ort wird. Wenn man jetzt Verfahren anschaut, städtebauliche Verfahren, Dann könnte ich jetzt schon 2-3 Beispiele nennen, wo wir versuchen, eine Schiene zu fahren, wo man sagt, ja, es gibt Dinge, die müssen wir jetzt entscheiden.
Und dann machen wir doch nur das bitte und den ganzen Rest jetzt nicht. Und das widerspricht dann aber ganz klar der Denke, wie sie auf den Ämtern praktiziert wird, weil letztlich der Architekt in so Verfahren gebraucht wird, um mögliche Zukunftsbilder gesamthaft, weißt du, so, zu illustrieren, oder? Weniger als jetzt zu sagen, schaut mal, jetzt einfach eigentlich der ganze Rest, das müsst, dazu müsst ihr noch gar keine Aussage machen. Weder was die Dichte angeht, so, sondern jetzt geht es mir einfach nur darum, diesen Platz so umzugehen. Da kann er sowohl das wie auch das machen. Die andere Frage wäre auch, kann man ein Projekt machen, wo man wie mit 30%, die man selber bestimmt, wie quasi 70% offen lässt und ich gar nicht weiß, was das ist. Und das ist das Modezentrum in Berlin arbeitet genau mit dem. Wir wussten von Anfang an, dass wir den Innenausbau nicht machen können. Also wir können das Innen überhaupt nicht kontrollieren, wie das dann wirklich aussieht. Und damit, also dann haben wir, also das war die Konzentration auf irgendwie diese 30% der Struktur dann schlussendlich, wie das Gebäude ausmacht. In der Hoffnung, dass sie das dann alle so gut finden, dass sie selber nichts mehr reinbauen. Ich glaube, dass man auch nicht so einfach, vielen funktioniert. Aber auch, ja, nicht, auch so nicht so einfach überformen kann. Ja, ja. Also die Erkennbarkeit ist damit, das ist wie eine also wie die Konzentration der Mittel auf 30% und den Rest, der kümmert uns dann erst auch einmal wirklich überhaupt gar nicht. Mhm. Und diese offen, also das so offen zu lassen, und das ist doch auch immer wieder wichtig für uns. Und also dieses Fokussieren auf irgendwie etwas und dass es irgendwie so essentiell wird, dass es auch für alle anderen als essentiell wahrgenommen wird. Und für alle anderen auch klar ist, dass das nicht verändert werden kann oder sollte. Zuerst haben wir gedacht, jetzt machen wir doch gar nicht Fassad, also Fassadenwettbewerb führen. Und dann haben wir gedacht, ja, aber 160 Meter Kudamm. Von uns ist schon noch gut. Ja. Und dann haben wir das gemacht und wir haben noch ja gesehen, sie haben irgendwie 10 angefragt und das sind 5 Dudler und Kollegen und die anderen 5 waren Jürgen Meyer, H. und wir und weiß ich was, so ein paar experimentell, oder das ist ein Ausdruck irgendwie weniger klassisch. Und dann haben wir gesagt, ja, Fassaden können wir so schlecht, komm, wir machen den einfach, damit wir als Fingerübung. Und ich glaube auch da wieder jetzt, dass wir dann gesagt haben, wir schauen das radikal nur als Fassade an, was interessiert uns und was kann man da überhaupt machen. Und dann haben wir natürlich trotzdem wieder innen angefangen und haben gesagt, das Gebäude wird weder während der Planung noch später kontrollierbar sein. Also da kommt ein Center Manager und der will dann innen alles Wände oder dann will einer wieder alles offen. So. Das heißt, diese Fassade muss alles können und sollte noch einen Ausdruck haben. Oder? Das heißt, entweder es ist dann diese klassische, jetzt was heute gemacht wird, überall diese großen Lochfassaden mit große Fenster, die aber im Normalfall nicht Fenster, sondern Vitrinen sind. Und nebendran dann schön Steinverkleidung, oder? Das ist so das Passepartout für innerstädtische Shopping-Developments, oder? Und wir haben gesagt, wir fänden interessanter, wenn man mehr mitbekommt, dass das auch gar nicht zusammenfindet, innen und außen. Das heißt, wir haben versucht, über einfach 66 cm über diese Glasbausteine eine kleinere Öffnung, so ein bisschen, man weiß nicht recht, ist es Kaufhaus oder ist es Büro? Und man hat die Fenster, aber man sieht auch neben den Fenstern durch die Glasbausteine, es ist so eine Art Sfumato, Architektur, manchmal vertikal, manchmal horizontal, ganz einfach, die nie ganz bewältigen wird, auch am Anfang nicht, was hinten dran ist und deshalb auch sehr resistent ist gegen spätere Übergriffe. Wenn es denn so kommt. Mich interessiert, wie die Dinge gemacht werden. Und also das ist für mich wieder, wir sind da auch sehr unterschiedlich, oder was wir wo sehen. Und mir geht es nicht darum, dass ich
dass ich das irgendwie das Schweizerische ablegen kann, sondern ich möchte wie das Gegengewicht spüren, wie andere das Gleiche anders machen und daraus wieder irgendwie einen Mehrwert zu holen, oder? Aber trotzdem, ich meine, vielleicht reden wir nicht von der gleichen Frage, aber ich verstehe die Frage so, könntet ihr euch auch vorstellen, das an einem anderen Ort zu machen oder da, dass euch dieses Interesse anderswo hinzieht? Und ich habe das auch bei dir jetzt das Gefühl, dass ja letztlich, du bist in Zürich aufgewachsen, bist jetzt hierher gekommen, ich bin schon länger. Letztlich sind das doch Konstellationen, wo man dieses Interesse ausleben kann oder nicht. Und als ich dieses Jahr Praktikum in Rom gemacht habe, wusste ich schon, in Rom großartig, aber als Römer würde ich Tag 2 wegziehen, weil wenn der Ort dir nichts geben kann, was jetzt zeitgenössische Fragen angeht, dann musst du dort weg, oder? Und ich glaube, wir wären alle drei am Tag 1 nach, ein von der SVP dominierter Regierungsrat Basel, der dann, weißt du, so diese Art, wenn jetzt die Masseneinwanderungsinitiative war, so ein Moment, wo man sagt, wenn am Schluss gar nicht mehr möglich ist, dass du all diese guten, dass es so international inspirierend hier ist, dann bin ich dann schon weg. Und das habe ich das Gefühl, das stimmt jetzt also, ohne dass wir das abgesprochen haben für alle drei. Und dann, ja, Lörrach, Studio Lörrach. Ja. Ich denke schon, die meisten dieser Projekte sind ja in Zusammenarbeit mit jemandem entstanden. Und ich denke, das ist mit einer der Motivationen, einer der Lust, die ihr habt, das auch immer wieder regelmäßig zu machen. Und da sind natürlich auch dann Freundschaften entstanden, irgendwie Seelen- und Wahlverwandtschaften, die man irgendwie Lust hat, die weiter zu pflegen. Von dem her sind das ja nicht so strategische Momente oder Diskussionen, wollen wir auf diesen Marken eindringen, sondern wir sagen, nein, wir haben auch Lust, auch mit den Leuten vielleicht etwas weiterzuentwickeln oder vielleicht gewisse Dinge auszumachen oder vielleicht nochmal zu versuchen. Und dann versucht man das natürlich auch in der Schweiz, aber auch sei das jetzt in Frankreich oder jetzt in Ljubljana oder in Mexiko. Also jetzt bei diesem Projekt in Poissy, mit dieser ganzen französischen Baukultur, da habe ich mich jetzt viel heimischer gefühlt, als wenn wir jetzt plötzlich institutionelle Anleger, also institutionelle Bauherren haben, die mir dermaßen fremd sind in ihrer Denkweise. In der Schweiz? In der Schweiz. Dass ich mich hier also mehr anstrengen muss, um irgendwie dort also das Projekt irgendwo hinzubringen, wo ich mich wohlfühle, wo ich finde, das Projekt hat etwas mit uns zu tun, als an anderen Orten. Das ist, also es ist weniger, ich glaube, viele der Projekte, die wir im Ausland gemacht haben, natürlich ist das irgendwie weg, es ist im eigenen Kulturkreis, aber es ist eben sehr stark verbunden mit Menschen, mit Leuten. Und zum Teil sind die uns näher, oder durch die ganze Kultur ist uns näher als gewisse Dinge hier in der Schweiz. Ganz doof, wenn jemand uns von je weiter weg jemand anruft und uns haben will, desto klarer ist, dass wir auch gemeint sind. Also, ja.